Hi Leute, mein Name ist Frank und hier vor mir steht die neue Siemens EQ 700. In vergangenen Videos habe ich euch ja bereits einen ersten Überblick über die Maschine gegeben. Wir haben uns das Touchdisplay angeschaut, wir haben einen Blick auf Home Connect geworfen und die Kaffee Klassiker. Und heute steht nun ein anderes Thema an, und zwar die Coffee World. Die Coffee World ist meiner Meinung nach eine ganz tolle Sache, weil sie eben die EQ 700 auch von den anderen Modellen von Siemens unterscheidet. Denn hier bekommt man eben neben Cappuccino und all den Kaffee-Klassikern Zugang zu einer wirklich vielfältigen Welt von Kaffeespezialitäten und Variationen. Wir gehen jetzt hier mal rein in die Coffee World und ihr werdet sehen, hier gibt es wirklich sehr viele Geschichten. Ristretto, Espresso Macchiato, verlängerter, Wiener Melange, Flat White, Kaffee con Lash. Also es ist wirklich vieles drin, was vielleicht der ein oder andere bislang noch gar nicht kannte. Und so lernt man eben auch mal neue Dinge kennen. Und das Beste ist, es wird auch immer erklärt. Ich kann jetzt hier drauf gehen. Ihr seht schon, ist ein bisschen, der Hintergrund deutet es schon an, niederländische Kaffeespezialität. Auch hier habe ich eben wieder die Möglichkeit zu variieren, Stärke und Menge. Und wenn ich hier drauf klicke, bekomme ich eben eine kurze Erklärung. In dem Fall milder Genuss aus Holland, der Milchkaffee, der mehr warme Milch als Kaffee enthält und daher besonders mild ist. Und diese Erklärung finde ich eben bei allen Spezialitäten. Auch hier beispielsweise, wenn wir uns mal den Flat White anschauen. Kräftiger Cappuccino aus Espresso mit einer dunklen Milchschaumhaube. Und weil er eben aus Australien kommt, haben wir auch ein entsprechendes Hintergrundbild. Das ist ganz nett gemacht und man hat eben auch immer gleich den Kontext, wo die jeweilige Kaffee- oder Kaffeemilchspezialität herkommt. Und wem das jetzt immer noch nicht genug Auswahl ist, der kann hier in die Home Connect App gehen und die Coffee World auswählen. Und hier gibt es jetzt noch wesentlich mehr Rezepte, die ich dann im Prinzip in die Coffee World auf der Maschine ziehen kann. Zum Beispiel den Garoto, das ist jetzt eine Spezialität aus Portugal, Kaffeegenuss aus zur Hälfte aufgeschäumter Milch und Espresso. Und hier, um das kurz zu zeigen, wenn ich hier in der Home Connect App was auswähle, dann wird die Kaffeespezialität auch automatisch auf die Coffee World auf der EQ 700 übertragen. So, das war jetzt noch ein Flat White zum Abschluss und das Ende unseres kurzen Ausflugs in die Welt des Kaffees oder besser gesagt in die Siemens Coffee World. Im nächsten Video schauen wir uns die Favoritenfunktion der EQ 700 an und wenn ihr bis dahin noch Fragen habt, dann packt die einfach in die Kommentare.